Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und den mächtigen Partern, mit denen wir im letzten Part Dumata zurückerobert haben. Das war eine knifflige Sache. Und jetzt kämpfen wir direkt gegen die nächste große Armee der Ägypter. Feige Sau zieht sich natürlich sofort zurück, wer hätte es gedacht. Okay, ich hab's erwartet, um ehrlich zu sein, von einem Ägypter. Also jetzt hier den antiken Ägyptern, ja, von denen ist ja auch nicht mehr zu erwarten. Versuchen wir ihn nächste Runde zu erreichen. Vielleicht würde er nochmal Richtung Dumata vorstoßen, wenn wir Pech haben. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Ja, ansonsten sieht's relativ gut aus. Wir haben noch den Rücken frei, werden jetzt versuchen, stärker gegen die Ägypter vorzugehen und wir werden das Ganze auch ins Nildelta tragen. Normalerweise habe ich es immer so gemacht, dass ich zuerst die Seleukiden ausgeschaltet habe und dann die Ägypter. Und das geht heute gar nicht. Also den Speedrun, den ich machen wollte, das wird einfach nicht gehen, weil die Ägypter auch so schnell in den Krieg mit eingestiegen sind. Handelsrechte habe ich ja schon mit euch. Nee, ist gut. Mehr will ich eigentlich nicht mit den Griechen zu tun haben. Das zieht mich ansonsten nur in Kriege mit anderen Fraktionen rein, auf die ich keinen Bock habe. Du wolltest hier rüber in die Hauptstadt. Du wolltest hier nach Dingens, genau. Der Typ hat schon mittlerweile Skillstufe 4. Das ist gar nicht mal so wenig. Ich spiele den mal aus. Ist ja nicht schlimm, dafür gibt es halt nur Skillpunkte im schlimmsten Falle. Was kann Schlimmeres passieren, als dass man Skillpunkte bei seinen Spionen kriegt? Gut, sie können sterben, aber das ist auch nicht immer so wahrscheinlich. Ab nach da. Du willst auf jeden Fall hier hin. Dann, dann, dann. So, nochmal geskillt und weiter geht's. Wir können nicht weiter, Sire. Meine Ohren sind eure. Keine Kavalleriestelle. Das ist ganz wichtig für uns zu wissen. Der Seitenerbe ist raus. Wo ist er? Ne, er ist noch drin. Dann hatte er vielleicht einen Spion da drin. Das könnte auch sein, dass ich deswegen nur so 20% hatte. Gallien hat auch Krieg mit den Römern, ist ja ein interessantes Ding. Also, für mich ist es hier wichtig zu wissen, hat Bostra Kavalleriestelle. Warum? Dann weiß ich, wie stark ich meine Kavallerie schonen muss oder eben wie schonungslos ich mit ihr umgehen kann. Und da ist es dann halt eben, das ist dann halt eben essentiell zu wissen, wo es die Kavalleriestelle gibt, damit ich die wieder fortbilden kann. Jetzt weiß ich ja schon mal, in welche Richtung ich grob gehen, oder sagen wir mal so, ich weiß jetzt, in welche Richtung ich erobern muss, damit ich die nächste Kavalleriefortbildung wieder bekomme. Und jetzt fragen sich die einen oder anderen von euch wahrscheinlich auch wieder, ja, aber ohne Infanterie gegen die Ägypter kämpfen, das ist doch bestimmt sau schwer. Schaut einfach selbst. Ups, nee, doch nicht. So. Hab den falschen Knopf gedrückt. Oh, Moment mal bitte. Okay, da bin ich wieder. Weiter geht's. Hier, die da will ich ganz gerne kriegen. Da muss ich aber jetzt erstmal... Ah, nee, die sind's, ne? Ja, die Kamelbogenschützen. Aber da muss ich jetzt erstmal leider ein paar Schüsse kassieren. So, die anderen. Bitte den Hügel stürmen.
So. Es wäre natürlich hier schöner, mit ein paar dicken Phalanx-Einheiten irgendwie gegen die Jungs da zu kämpfen. Aber es muss gar nicht mal sein. Sieht schon, der erste flüchtet jetzt. Du musst weg. Ich will nämlich keine Einheit komplett verlieren nach Möglichkeit. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, wo schießt du? Wo schießt ihr denn drauf? Da müsste eigentlich viel mehr passieren. Schieß mal diese schrottigen Beduinen weg, bitte. Also erst einmal aufreiben, bitte. Derartige Manöver üben normalerweise auf die KI eine magische Anziehungskraft aus. Zu verfolgen, aber offenbar nicht heute. So, weiter geht's. Ah ja, dann haben wir doch noch etwas Zeit. Nee, er kommt auch wieder. Okay, bitte schießt jetzt diesen scheiß General endlich kaputt. Einheiten marschieren. Na komm. Komm, wir haben ihn noch fast. Okay. Bei den Göttern, was war der feindliche General für ein Narr? Er opferte sein Leben, statt seine Männer in eine würdige... Ja, bitte. Der Feind flieht. Schlacht fortsetzen. Autofeuer aus. So, hier darf keine Einheit entkommen. Nach Möglichkeit. Schenkt ihm weder Ruhe noch Mitleid. Der Sieg... Gut, okay. Echt, wir haben 154 Mann verloren? So viele? Aber fast alle nur bei zwei Einheiten, ne? Bei der und bei der und bei der. Ja, okay, gut. Ja, also da ist natürlich jetzt das Problem gewesen. Er konnte ganz gut seinen General abschirmen mit der Phalanx und deswegen konnten wir den nicht so schnell kaputt schießen. Das ist nicht ganz so gelaufen, wie ich es gerne gehabt hätte. Und die Beduinen-Bogenschützen waren doch stärker, als ich gedacht habe. Okay, jetzt haben die Seleukiden-Palmyre eingenommen. What the shit? Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Bostra hat momentan 1100 Einwohner. Hat eine normale Kaserne und einen Schrein des Zarathustra.
Das heißt, es ist auch nicht möglich, dort einen, ja, nee, es ist auch nicht möglich, in Bostra zusätzliche Kavallerieeinheiten zu rekrutieren. Das ist insofern scheiße, weil dann mein Vormarsch ins Stocken gerät. Den kann ich nicht kaufen, da ist ein General drin. Wobei, es kann sein, dass er sich auflöst, aber der ist zu teuer, den kann ich mir nicht leisten. Feindarmee vertrieben, Rekrutierungsbericht, Baubericht ist okay, Rundenbericht ist egal. Okay. Sire, mein Gebieter. Vorwärts, wir sitzen fest, mächtiger Herr. Euer Wille ist mir Befehl. In Bewegung, wir können nicht weiter, Sire. Sire? Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Einheiten, die voll einsatzfähig sind, / 11. Das wird für so eine große Armee ein bisschen eng. Wir könnten aber Jerusalem einnehmen, aber wir brauchen, ja, wir marschieren auf jeden Fall vor. Wir brauchen aber auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Wir müssen auf jeden Fall Einheiten nachlegen. Das ist ärgerlich. Ich wollte eigentlich keine neuen Einheiten rekrutieren. Aber dann muss es wohl so sein. Fraßbau muss auf jeden Fall auch wachsen, damit ich da diesen Hafen bauen kann, ne? Okay. Ich denke übrigens jetzt doch, gerade hier wäre es wahrscheinlich so, dass diese Generalseinheit aufgelöst werden würde. Aber gut. Geschenkt. Ach, ich bereue das schon wieder, dass ich auf dieser hohen Schwierigkeitsstufe gespielt habe. So viele Rebellen überall. Wir gucken mal, was passiert. Lassen wir uns überraschen. Also wir packen noch einen Spion rein. Perfekt. Beziehungsweise gar nicht mal so schlecht. Meine Ohren sind eure Ohren. Also. Mächtiger General. Ach ja. Diese Garnison in dieser Stadt steht halt in so gar keinem Verhältnis zu allem. Oh, Kotais wächst. Cool. Bauen wir direkt aus. Oh, so viele Armeen. Oh.
kommt halt die nächste direkt um die Ecke, ne? Meine Ohren sind eure Ohren. Befehle? Okay, ich mache jetzt mal was, was ich sonst nie mache. Befehle? Ich merge die zwei Einheiten hier. Das mache ich sonst ultra selten. Wisst ihr wahrscheinlich schon. Mächtiger General. Du gehst hier hin. Weiter geht es nicht, Sire. Du gehst in die Stadt rein. Du gehst hier runter. Ach du meine Fresse, hab ich jetzt hier lange Wege, hä? Und einen rekrutieren wir noch, dann haben wir 4. Wieder. So, du bestichst die zwei Bauern. Das sagt der eine oder andere von euch vielleicht, ist, bist du verrückt, viel zu teuer, aber wir lösen die hier in Dumata auf und befördern damit das Bevölkerungswachstum dort. Insofern hat es sich dann auch wieder gelohnt. So wird ein Schuh draus. Du gehst da oben in die Stadt rein. Stehe ich nochmal langsam wieder hier hinten auf. Es ist halt eine Full-Stack-Armee. Es ist ultra viel Zeug. Okay, wir machen Folgendes. Ich sag mal hier Cut. Und wir greifen mal an, kommt. Also 5 bis 10 Minuten haben wir noch. Ich denke, wir machen jetzt dann noch eine große Schlacht. Und ja, schauen wir mal. Viele tapfere Soldaten sahen den Morgen. Wie viele werden den Abend sehen? Wie viele Feinde erflehen schon den Anbruch der Nacht? Lasset eure Schlachtrufe erschallen. Tod! Tod und Ruhm! So. Okay. Ihr wollt keine Speedschlachten sehen, ich weiß es. Das da wird definitiv keine Speedschlacht werden. Typischerweise hat die KI mal wieder ultra Pech gehabt und den Hügelvorteil auf ihrer Seite. Oh nein, wo steht sie denn auch bloß? Stopp. Pause mal gerade. Warte mal. Das ist vielleicht eher sogar fast cleverer. Hier zu flankieren. So, aber die KI jetzt eine Noobbox. Man könnte es fast meinen. So, das hat er sich definitiv anders vorgestellt. Du kommst mal ganz schnell da von der Phalanx weg. Tatsache, der baut eine Noobbox. Kommst du da aus der Phalanx raus? So, okay. So viel erstmal dazu. Die Kavallerie haben wir schon mal ausgeschaltet. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Steinschleuderer, Plänkler, Bogenschützen. Ja, und halt sein General. Den wir idealerweise natürlich mit Fernkämpfern angehen. Einheiten,
Bogenschützen! Ja, und hier ist es natürlich blödsinnig, wenn wir da frontal auf diese Einheiten drauf schießen. Deswegen ziehen wir jetzt mal hier die Jungs. Verzeiht mir bitte, dass ich das mal mit einem Pausebefehl mache. Mache ich ja sonst eher selten. Wisst ihr ja auch. Deswegen ziehe ich die jetzt mal gerade hier ein bisschen auseinander. Und ihr kommt mal gerade ein bisschen hier rüber. So, mit euch versuche ich jetzt auf der Flanke vorbeizukommen. Hau da ab! Oh, du Idiot! Du Vollidiot! Du Vollidiot! Okay, gut, jetzt nutzen wir es aus. Komm raus da, Seitenerbe. Ah, du bist einfach zu blöd. Ach, scheiße. Ich habe gedacht, ich könnte ihn irgendwie ein bisschen aufhalten, aber es geht nicht. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Ja, der ist tot. Genau, du bist auch noch schneller als alle anderen Einheiten von mir. Okay, ich muss pausieren. Ja, hätte fast geklappt, noch die Fernkämpfer aufzuräumen. Achso, warte mal. Dann mach das doch mal gerade, wenn er da jetzt eh nicht aufpasst und lieber hier meinen einen General verfolgt. Dann reibt die jetzt auf. So. Und ihr? Ihr kommt jetzt hier rüber. Boah, der hat tatsächlich nur einen weggesnipert. Du Drecksratte. Das ist zwar ultra scheiße, aber so kriege ich ihn wenigstens. Seinen Wert. Er ist von bei den okay, pausieren. So. Teurer Spaß. Ja. Okay, genau wegen sowas weiß ich ganz gerne, wo meine nächste Möglichkeit zur Einheitenfortbildung ist. Denn das kann man zwar mal machen, aber das kostet halt sehr, sehr viele Einheiten. Was war der feindliche General für ein Narr? Er opferte sein Leben, statt seine Männer in eine würdige Niederlage zu führen. Ja, da muss dann doch der Plänkelmodus her, leider, auch wenn ich ihn nicht mag. Sind das Nubier? Okay. Da können wir auch was ausprobieren.
mal her. So, die sind nämlich auch relativ zart. Jetzt bitte ganz da hinten hin. Die feigen Feinde fliehen. Jagt sie vom Schlachtfeld. Ja, das ist auch mal... Ja, aber... Das ist wieder da... Ich wollte hinscrollen, aber ich kann nicht. Das ist sauernervig. Also, du musst da abhauen. Das sind jetzt Nilspeerträger. Bei denen geht das nicht so gut. Es geht besser bei den Nubiern. Ja, beweg dich. Mehr. Bei den Göttern, was war der feindliche General für ein Narr? Er opferte sein Leben, statt seine Männer in eine würdige Niederlage zu führen. Okay. So, das haben wir auch gepackt. Okay, es geht weiter. Es geht munter weiter. Ach, guck mal, da Wüstenachskämpfer. So, du stehst noch safe and sound da hinten auf dem Hügel, das ist ganz gut. Ah ja. Nubia, Nubia, Nil, okay. Also bei den Nilspeerträgern können wir es mal probieren, aber ich glaube, es geht nicht so gut. Ja, da hat man dann doch mehr Verluste. Der dreht sich dann halt mal so locker flockig um. Und macht einem da schnell noch so 20 Einheiten platt. Das will ich natürlich nicht unbedingt, ne? Warum sind die eigentlich nicht mehr auf Autofeuer? Ich glaube, da habe ich mich irgendwo vorhin auf der Tastatur vertippt oder so. Haha, krass. Ist immer schön, wie die KI die flüchtenden Truppen bewacht. Einheiten
Ach, jetzt macht er wieder diese Lamer-Taktik, wenn der dann... Ja, ja, ich kenne das doch. Aber es sind Nubier, ne? Oh komm, das zählt als Frontal Charge? Du willst mich verarschen. Das zählt, als ob der da frontal reingecharged hätte. Ja klar, natürlich, deine Mutter. Das ist übrigens ein Manöver, das nur die KI kann. Falls ihr euch das mal gefragt habt, ob ihr das auch machen könnt. No, das kann in der Tat nur die KI kann das. Und wenn ihr das macht, würden eure Einheiten stehen bleiben, während ihr flüchtet. Und das ist halt natürlich nicht ganz so geil. Pause. So, jetzt werden sie aber komplett aufgerieben. So, Autofeuer aus. So, das ist dann der letzte Part, den ich dann in der Speedschlacht mache. Denn sie fliehen angstvoll vor der Schlacht. Genau. Oh, einer kommt tatsächlich noch davon. Alles klar. Ach komm, nee, den lassen wir auch noch vom Schlachtfeld laufen. Komm, ist gut. Puh, fast 15 Minuten. Doch, 15 Minuten hat die Schlacht gedauert. Krass, oder? Oh, Jesus Maria, 113, ne? Das Doofe war halt eben, ich habe bei dem General, ach, ja, also die Verluste, die ich hier erlitten habe, das war halt eben durch seinen Streitwagen-General und im Idealfall schießt man den halt voll mit den berittenen Bogenschützen weg. Das ist doch wesentlich besser. Aber ich bin zufrieden. Wir kommen jetzt auch so direkt nach Bostra rein. Besetzen genügt hier. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen... Können mit dem Steuersatz ruhig auf niedrig gehen. Wir rekrutieren mal eine Einheit östliche Infanterie. So, und wir gehen jetzt raus mit allen Generälen. Ja. Wir gehen auf Nummer sicher. Das hat nämlich folgenden Grund. Nächste Runde sind die Generäle wieder voll. Aber wenn ich in der Siedlung drin bleibe und er sie belagert, wovon ich ausgehe, also ich gehe davon aus, dass er mit den zwei Stacks, dass er die zusammenschließt und hier belagert, dann nicht. Dann regenerieren sich die Generäle nämlich nicht. Und das möchte ich ganz gerne vermeiden. Denn ich brauche wieder relativ fitte Generäle. Ich sehe übrigens hier unten mit Freude, dass Petra ja offen ist wie ein Scheunentor. Mächtiger General. Sire. Ja, ich bin ja jetzt auch für jede Verstärkungseinheit dankbar, die ich da kriege, ne? Okay, so, wir haben den Ägyptern die erste Provinz abgenommen. Oh, so kann es ja weitergehen. Ja. Mit viel Gemicrawl. Und Ausnutzung der Einheitenschwächen haben wir es hier geschafft. Und jetzt machen wir nur noch Stopp, wenn wir das Nildelta eingenommen haben. Oder mal kurz, um unsere Einheiten fortzubilden. Jerusalem ist das nächste Ziel, weil wir da unsere Kavallerie fortbilden können. Alternativ auf der Schwierigkeitsstufe schwer, jetzt nicht auf sehr schwer, aber auf schwer, würde ich eben doch versuchen, hier erstmal Richtung Antiochia zu gehen und die Seleukiden platt zu machen. Das funktioniert, glaube ich, etwas besser. Dann könnte man es etwas schneller weiterspielen. Aber ich bin doch irgendwie ganz happy damit, wie es hier läuft. Wow, echt 25 Runden. Also ich weiß noch, als ich mit... war es mit den Scipionen oder war es mit den Julian?
weiß nicht mehr, in einem Total War Let's Play, da habe ich jedenfalls quasi pro Runde, ich glaube, es war mit den Seleukiden, da habe ich quasi pro Runde eine Stadt eingenommen. Da hatte ich in Runde 50, hatte ich glaube ich 6, nee, warte mal, in Runde 54 oder so. In Runde 54 hatte ich 50 Siedlungen, da hatte ich die Siegbedingungen für eine große Kampagne erfüllt und hatte Rom. Meine ich nochmal, das war total krass. Also das, ja, das, so schnell werde ich das hier nicht mehr schaffen. Mit den Seleukiden geht es besser, einfach weil man ein besseres Ausgangsgebiet hat, um Siedlungen zu erobern. Also man ist insgesamt halt schneller. Man kann halt hier relativ schnell alles erobern, wenn man halt hier eine Siedlung hat. Man kann Ägypten relativ schnell ausschalten. Dann muss man sich mit den Einheiten aus Ägypten noch gar keine großartigen Gedanken mehr machen, denn Numidien kann man links liegen lassen, es interessiert keinen Mensch, das braucht man nicht. Aber man kann dann auch noch sehr gut hier oben diese Siedlungen einnehmen, eben von hier aus und von Seleukeia aus. Also man kann gut Krieg gegen Parther und Armenier führen. Das geht ja relativ gut. Und dann, das schafft man ja relativ flott. Also hier ist es ja so, den Weg, den ich zurückgelegt habe, der war ja erstmal einmal runter und dann einmal wieder ganz hoch und dann einmal wieder ganz runter. Und bei den Seleukiden muss man diese Umwege nicht machen. Da kann man einfach immer straight langlaufen. Und man hat ja auch ganz andere Einheiten. Man hat eine ganz andere Spielweise. Und da kann man wesentlich schneller, wesentlich mehr erobern. Da sind die Seleukiden wirklich ideal als Ausgangslage. Griechenland ist auch so ein Kandidat und Karthago ist auch so ein Kandidat, wenn man es richtig spielt. Griechenland werde ich, glaube ich, auch mal noch machen, so demonstrativ, weil das viele von euch sehen wollten. Werde ich auch mal machen. Bezeichnenderweise werde ich, wenn ich das Let's Play mal mit den Griechen mache, werden wir keine Spartiaten zu Gesicht bekommen, außer die wir am Anfang haben, weil ich werde die vielleicht sogar auflösen, ich muss mal gucken. Wenn ich dann spielen werde, weil die kriegt man erst so wahnsinnig spät im Spiel. Das passt nicht so ganz zu meiner Spielweise. Naja, gucken wir mal. Wart mal ab, wie es weitergeht mit den Ägyptern. Ich bin gespannt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bis dahin. Pax vobiscum, valete.